Liebe Schwestern und Brüder, Sprachen finde ich faszinierend. In der Schule damals musste ich Russisch und Englisch lernen, später habe ich noch Griechisch, Latein und Hebräisch gelernt. Doch diese alten Sprachen waren allein dazu geeignet, biblische Texte zu übersetzen, nicht jedoch, um aktiv damit zu sprechen. Seit einiger Zeit lerne ich mit einer App Spanisch. Inzwischen verstehe ich schon vieles und kann einfache Sätze mit unseren Gemeindemitgliedern aus Venezuela sprechen. Die Apostelgeschichte erzählt uns vom ersten Pfingstfest. Der Heilige Geist kommt auf die Jünger herab, sodass sie ohne Sprachunterricht oder App in fremden Sprachen reden und Gottes große Taten verkünden können. Ja, der Heilige Geist überwindet Sprachbarrieren. Diesen Geist brauchen wir auch heute, vielleicht sogar mehr denn je. Selbst wenn Menschen die gleiche Sprache sprechen, reden wir so oft aneinander vorbei. Auch wir brauchen den Geist der Wahrheit, denn viele basteln sich heute ihre eigene Wahrheit selbst zusammen. Der Heilige Geist hilft uns jedoch, die eine, die einzige und ewige Wahrheit Gottes zu erkennen und diese zu bezeugen, auch gegen den Widerstand des Zeitgeistes. Und natürlich brauchen wir den Geist Gottes, der uns fähig macht, die wichtigste Sprache überhaupt zu sprechen, die Sprache der Liebe. Diese täglich zu lernen, zu vertiefen und zu perfektionieren, ist uns allen aufgegeben, damit Leben gelingen kann. Pfingsten zeigt uns, dass mit Hilfe des Heiligen Geistes Kommunikation und Verständnis möglich wird. Wenn wir uns diesem Geist Gottes öffnen und ihn in unserem Leben wirken lassen, dann werden auch wir heute, so wie die Jünger damals, glaubhaft und überzeugend Gottes große Taten verkünden. Und so segne, stärke und behüte euch der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche allen ein gesegnetes Pfingstfest.